Fast menschenleer ist die Abflugshalle am internationalen Flughafen von Bangkok. Thailändische Regierungsgegner haben den Airport gestürmt und halten ihn belagert. Alle Flüge sind vorerst gestrichen. Letztlich vergeblich versuchen die Anhänger der Opposition, so die Rückkehr von Ministerpräsident Somchai Wongsawat, von einer Auslandsreise zu verhindern. Sie wollen Somchais Rücktritt erzwingen. Aus ihrer Sicht ist er korrupt. Die thailändische Armee fordert Somchai auf, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Außerdem ruft sie die Demonstranten zur Räumung des Flughafens auf. Für viele ausländische Touristen ist die Situation besorgniserregend. Als wir ankamen, waren die Straßen gesperrt. Es schienen tausende Leute da zu sein, manche in Autos, manche außerhalb. Am Flughafen haben wir fürchterliche Geräusche gehört, Sprechchöre und Knallen. Rund 3000 Touristen sitzen zwischenzeitlich am Flughafen fest. Hunderte Reisende werden zu Bussen gebracht, die sie in die Stadt fahren sollen. Andere sitzen noch fest. Es herrscht Chaos. Uns haben Leute aus Australien angerufen und informiert, hier erfährt man gar nichts. Wir wollen einfach nur zurück nach Hause. Es ist schrecklich, furchtbar schrecklich. Ich habe noch nie einen Flughafen in so einem Zustand gesehen. Die Demonstranten werben um Verständnis. Ich fühle sorry for them, for this inconvenience. Die Unannehmlichkeiten tun mir leid. Das thailändische Volk ist untröstlich. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen gewinnen und wir brauchen nur noch einige weitere Tage. Davon bin ich überzeugt. Just a few days more, I believe that. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung in Thailand sei unkontrollierbar. Voraussagen seien schwierig, erklärt das Auswärtige Amt in Berlin.